Alles fertig. Es ist heute wirklich schön warm, 26 Grad. Soll noch 28 werden. Da macht natürlich so eine Ausfahrt schon mal richtig Spaß. Na dann schauen wir mal, was Kalimoto uns da für eine schöne Strecke jetzt für den Rückweg aussucht. Heute für den Test habe ich wirklich mal alles rangemacht, also Topcase, hinten noch eine Tasche rauf, die Seitenkoffer sind dran, auch ein bisschen was reingepackt, um mal zu testen, wie der Honda XADV sich so verhält, wenn er ein bisschen beladen ist, ob er dann immer noch gut zu handeln ist. Ja, Kalimoto sucht scheinbar wieder wirklich die kleinsten Straßen raus, die so über Felder führen. Sehr angenehm, ich bin auf dem Hinweg einen Teil über Autobahn gefahren. Also da muss man wirklich sagen, das ist so fad und langweilig mit dem Motorrad über die Autobahn. Das mache ich wirklich nur, wenn ich Strecke machen möchte und schnell irgendwo hinkommen will und dann vor Ort ein bisschen fahren will. Aber so für Tagestouren, wie ich es jetzt heute mache, ist es wirklich viel angenehmer, Landstraße zu fahren oder halt wie jetzt ganz kleine Straßen. Ja, die Straßen sind noch nicht so super geteert. Hier kann man gleich mal so ein bisschen das Fahrwerk testen, wie das auf Unebenheiten reagiert. Auf jeden Fall super. Also vorne und hinten 150 mm Federweg, das ist schon eine ganze Menge. Für einen Roller auf jeden Fall. Ja, schöne Strecken hier. Vorhin auf der Autobahn war es wirklich schon ziemlich voll. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt schon der Reiseverkehr losgeht. Und die Strecken hier komplett leer. Man braucht natürlich eine Ewigkeit, um ein bisschen voranzukommen. Aber das ist wirklich Genuss. Man kriegt von der Natur was mit. Kein Auto, kein Verkehr, kein Stau. So macht das wirklich Spaß. Und dann hier so schöne kleine Kurven. Und da liegt sie wirklich extrem gut, die Honda. Fahrverhalten also wirklich top. Sie ist natürlich recht schwer. Also für einen Roller 235 Kilogramm. Jetzt habe ich sie mal ein bisschen beladen. Also ich fahre ohne Sozius, aber habe halt mal Topcase und auch die Seitenkoffer ein bisschen beladen. Habe auch ein bisschen hier so meine Ausrüstung noch hinten mit drauf in der Tasche. Und jetzt kommt das Ding bestimmt so, ich schätze mal so auf 250, 260 Kilo. Ohne Sozius. Und das ist natürlich schon ein bisschen Gewicht. Ich meine, der BMW war auch nicht leicht. Aber das sind halt nochmal gute 20 Kilo mehr. Ich kann jetzt das Fahrverhalten immer nur mit dem BMW vergleichen und natürlich mit der Vespa, wobei das ein bisschen unfair ist. Das ist eine ganz andere Kategorie. Aber der BMW, den bin ich ein Weilchen gefahren. Und da ist schon ein Unterschied. Also der Honda definitiv viel sportlicher, da muss man agiler auch fahren, die ganze Körperhaltung ist anders. Dann das DCT-Getriebe, wunderbar, also Automatik, trotzdem kann man schalten. Natürlich um einiges dynamischer als eine Variomatik. Aber das Gewicht vom Handling her ist schon anders als bei dem BMW. Bei dem BMW saß der Schwerpunkt aufgrund des tiefliegenden Motors und der Variomatik noch tiefer als bei dem Honda. Der Honda ist ja auch ein bisschen höher, also hat mehr Bodenfreiheit, dann größere Räder.
Und das merkt man auch. Also wenn man steht und der Honda neigt sich mal ein bisschen zur Seite, wenn man vielleicht gerade aus der Balance ist, da merkt man das Gewicht schon ein bisschen. Also noch nicht wie bei einem Motorrad mit oben liegendem Tank, aber schon definitiv anders als bei dem BMW. Also der BMW war da noch ein bisschen satter, noch ein bisschen tiefer im Schwerpunkt. Jetzt geht es wieder hier über schöne Landstraßen. Traumhaftes Wetter, wunderschöne Strecke. Ja, und so kann man durchaus am Wochenende sich mal so einen Tag frei nehmen, morgens losfahren, irgendwo ein Ziel suchen, wo man vielleicht einkehren kann, ein bisschen was essen kann. Und dann einfach die Straßen genießen und das Wetter und den Kopf frei machen. Das finde ich immer so eine Sache, die beim Roller- oder Motorradfahren, gerade wenn man so alleine jetzt über Landstraßen fährt, extrem angenehm ist. Man kann mal wirklich abschalten und einfach nur die Natur und das Fahren genießen. Und ich persönlich, ich muss jetzt da auch nicht rasen, sondern ich finde jetzt gerade so dieses Dahingleiten, Dahincruisen, so ein bisschen sich die Landschaft auch anschauen, extrem angenehm, holt einen mal so aus dem täglichen Stress ein bisschen raus. Ich habe jetzt hier auf Kalimoto, man sieht es ganz gut, so eine Tour jetzt von 140 Kilometern über Landstraße und dann noch schön kurvig. Wenn man jetzt den Hirnberg noch rechnet, von Berlin aus jetzt hier in den Spreewald, sind es 300 Kilometer. Das ist für so eine Tagestour für eine entspannte, glaube ich, ganz okay. Dann kann man auch öfter mal eine Pause machen, was trinken, die Landschaft genießen. Und gerade im Spreewald bietet sich das ja an, da kann man sich auch einiges anschauen. Und so kann man auch von Berlin aus ein paar kurze Tagestouren machen. Werde ich demnächst auch vielleicht mal nochmal zur Ostsee machen. Auch immer ein schönes Ziel, ist auch nicht so weit. Ist natürlich jetzt nicht so schön wie andere Lagen in Deutschland. Wenn man zum Beispiel in München wohnt, hat man natürlich gleich die Alpen in der Nähe. Da fällt es dann leichter auch mal wirklich schöne, spannende Touren zu machen. Hier ist alles halt sehr flach, trotzdem aber schön. Und auch zum Fahren macht es Spaß. Und nicht so überladen und voll, weil jetzt geht die Urlaubszeit los und da geht es halt ganz schnell, dass solche Straßen, auch gerade in Alpen, so die Pässe, die man halt so gerne mit dem Motorrad fährt, dann auch wirklich ein bisschen überladen sind. Und da fahre ich dann halt auch ganz gerne mal solche Strecken hier. Nicht so herausfordernd natürlich wie die Alpenpässe, aber trotzdem angenehm zum Fahren. An sich wollte ich ja jetzt heute losfahren auf eine längere Tour, die genau dahin geführt hätte, nämlich in die Alpen. Ich wollte ein bisschen Schweizer Alpen, italienische Alpen, Südtirol und Österreich machen. Vielleicht noch einen Abstecher unten Richtung Venedig. Und wie es halt immer so ist, es ist wieder ein Job dazwischen gekommen. Ich bin selbstständig und da ist es dann manchmal mit Planung nicht ganz so leicht, wenn dann irgendein wichtiger Job kommt, dann muss man den machen. Und von daher verschiebt sich alles wieder ein bisschen. Ich versuche jetzt halt noch ein bisschen Tagestouren zu machen, um das Wetter auszukosten. Aber die lange Tour muss jetzt wieder verschoben werden. Und dann geht es auch wirklich langsam Richtung Juli und dann Juli, August. Erstmal wird es dann wirklich heiß. Und Urlaubszeit. Und Alpenregion in der Urlaubszeit. Ich wollte auch in die Dolomiten fahren. In der Hauptsaison ist natürlich brutal, da ist touristisch richtig viel los, da wird es dann auch mit Unterkunft schwierig. Die Ziele, die ich mir anschauen wollte, ich wollte mir so ein paar Seen auch anschauen, da wird es dann extrem überladen mit Touristen und da weiß ich noch nicht, ob ich mir das jetzt antue. Auch hier wieder traumhafte Strecke,
durch den Wald. Schöne, neu geteerte Straße, macht auch Spaß. So, Verbrauch liege ich bei, na gut, ich habe jetzt ein bisschen Mix, vorhin bin ich ein bisschen Autobahn gefahren, 3,9 Liter. Ich glaube, wenn man jetzt nur Landstraße fahren würde, kriegt man es auch ein bisschen runter noch, aber das ist okay. Hat man eine gute Reichweite, kommt auf jeden Fall über 300 Kilometer weit. Ja, der Auspuff, der klingt schon kernig. Gerade wo man jetzt ein bisschen untertourig fährt, wie jetzt im Rain-Modus, kann ja mal in Sport-Modus gehen. Ja, das ist halt schon spaßig, also wenn man es dann mal möchte, dann geht da auch was. Klang ist gut. Kerniger Auspuffsound. Man kann natürlich noch ein Acapovic oder irgendwas drauf machen, aber ja, brauche ich jetzt bei dem nicht. Ich finde, das passt schon ganz gut. Sitzposition ist sehr gut. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, ich habe meine Sitzbank umpolstern lassen. Wie fast immer, außer beim BMW, die war gut, aber bei Vespa und bei allen Fahrzeugen, die ich bisher hatte, habe ich die immer auf meine Bedürfnisse anpassen lassen. Und die ist jetzt definitiv viel besser als vorher. Hat so eine kleine Lendenwirbelstütze hinten. Unten die Sitzfläche ist anders ausgepolstert, ein bisschen aufgepolstert, dass da ein bisschen mehr Federung drin ist, denn die Originale, die ist schon sehr, sehr fest. Und toll auch diese Variante, dass man die Fußrasten, sehr schön auch diese Variante mit den Fußrasten unten, dass man die Beine mal anders positionieren kann, hat man doch eine ganz andere Sitzposition. Da, so, da muss man aufpassen, wenn man da jetzt mit 60 durchgeknattert wäre hier, mit dem ganzen Dreck auf der Fahrbahn, dann kommt man schnell mal aus der Kurve raus. Landwirtschaft ist halt immer so ein bisschen riskant, weil die Traktoren natürlich viel Schmutz auf die Fahrbahn bringen. Also da wirklich immer aufpassen. Wenn man da zu sehr durchrast, kann es einen schnell mal aus der Kurve tragen. Da ist ein Rad mal schnell weggerutscht. Gerade bei so engen Kurven, man sieht es auch nicht. Ne? Also von daher lieber mal ein bisschen langsamer in die Kurve am Anfang gucken, was ich sehe. Okay, alles gut. Also Handling ist schon gut. Macht wirklich Spaß, der XADV. Dieser breite Lenker, der macht extrem viel aus. Durch den hat man den Roller wirklich gut im Griff. Ich sage immer Roller dabei. Ja, was ist es? Crossover, Adventure, Roller. Roller, Motorrad, auf jeden Fall ein lustiges Konzept. Liegt wirklich schön in den Kurven. Ganz angenehm vom Handling. Sehr stabil. Gut, und über Geradeauslauf brauchen wir nicht reden, der ist natürlich toll. Langer Radstand, große Räder, ganz solides Fahrverhalten. Wirklich unglaublich, mir ist seit Ewigkeiten kein Auto entgegengekommen. Und vorhin auf der Autobahn war zum Teil Stau. Versteht man manchmal nicht. Ja, ist doch eine schöne Strecke hier.
Also da machen die Jungs von Kalimoto scheinbar einen guten Job. Die Strecken sind wirklich immer wunderschön. Ich habe bisher immer Glück gehabt, selbst in England, als ich da gefahren bin. Also das kriegen die wirklich immer toll hin, schöne Motorradstrecken zu finden. Oder von Motorradfahrern zusammenzusammeln, weil ich glaube, da wird ja viel auch über Kooperationen gemacht und Leute können ihre Touren da vorstellen und dadurch ergibt sich dann so eine Sammlung von wunderschönen Strecken am Ende. Und auch die hier, muss ich sagen, das in der Nähe von Berlin, super. Macht richtig Spaß. Die Optik von den Wäldern hier ist wirklich irre. Ja, da kann man sich wirklich Musik anmachen und einfach mal den Tag genießen. Wieder eine kleine Pause, die man immer nutzen kann, was ganz wichtig ist. Mal das Visier sauber machen. Denn bei der Hitze, jetzt haben wir mittlerweile, ich glaube 27, 28 Grad, fliegt natürlich so einiges durch die Gegend, was man dann auf dem Visier hat. Von daher nutze ich immer jede Pause und putze gleich mal das Visier, dann habe ich wieder klare Sicht. Das ist, glaube ich, so eine kleine Macke. Das mache ich beim Auto auch immer. Immer wenn die Scheiben dreckig sind, muss ich die Scheiben sauber machen. Ich mag das immer nicht, wenn das so zu geschmattert ist. Ich nehme da immer so einen Visier- und Helmreiniger von Dr. Wack. Der ist sehr gut. Da habe ich immer so eine Flasche mit dabei. Was ich auch immer reinmache, Ohrstöpsel. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht sehr schnell fahre, ja, trotzdem immer ziemlich laute Geräusche am Helm. Und von daher, Ohrstöpsel immer gut, ums Gehör zu schützen. Gleich wieder ein bisschen Musik anmachen und weiter geht's. Sind noch 60 Kilometer, 1 Stunde 10 Minuten. Und weiter geht's. Ich glaube, wir sind jetzt so Richtung Trebbin. Jetzt, wie gesagt, noch knapp 60 Kilometer. 28 Grad. Und ganz wichtig bei solchen Touren, auch ein Tipp von mir, das hatte ich vor kurzem wieder gemerkt, Sonnenschutz nicht vergessen. Also auch das Gesicht mit Sunblocker einschmieren. Nicht zu viel, dass es euch in die Augen läuft, aber schon was aufmachen. Denn auch durch das Visier kommt die Sonnenstrahlung durch. Sodass man sich da durchaus auch mal das Gesicht ein bisschen verbrennen kann. Und das sieht natürlich dann sehr lustig aus, wenn man dann in der Form des Visierausschnittes ein rotes Gesicht hat. Sunblocker nicht vergessen. Schützt euch davor, dass er eine rote Nase kriegt. Ja, die Tour ist jetzt bald vorbei. 4:15. Schön den Tag rumgekriegt. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Also Spreewald, sehr zu empfehlen, so als Tagesausflug, tolle Sache, hinfahren, Gurke essen, über die schönen Landstraßen wieder zurück, das passt. Ja, was kann ich jetzt zum XADV sagen, so von den ersten Erfahrungen über Landstraße? Ist super, macht extrem Spaß. Es ist also wirklich so ein Crossover, kann man sagen. Der hat jetzt nicht nur diese Rollergene, was jetzt so die Fußposition unten angeht, denn man kann da sehr schön variieren,
sondern hat auch sehr viel Motorradähnliches, was so das DCT-Getriebe angeht, das ganze Handling, etwas größere Räder, der breite Lenker. Also es ist an sich ein schöner Kompromiss zwischen beiden Welten. Gewicht macht sich jetzt nicht so extrem bemerkbar, also zumindest beim Fahren nicht. Ich habe jetzt wirklich vollgeladen mit Seitenkoffer und Topcase, ein bisschen Gepäck reingepackt auch, dass ein bisschen Gewicht da ist, also etwa also bei 250, 260 Kilo jetzt. Damit man auch sieht, wie der XADV sich verhält. Wenn er beladen ist, ohne Sozius allerdings. Und es ist wirklich okay. Man merkt es erst dann, wenn man steht und das Ding sich mal ein bisschen zur Seite neigt oder man rangieren muss. Dazu kommt dann die Sitzhöhe. Also für kleinere Fahrer weiß ich nicht, ob das da so gut geeignet ist. Nun habe ich auch die Sitzbank noch ein bisschen aufpolstern lassen. Also da sind nochmal 2,5-3 cm, glaube ich, mehr, was bei mir und bei meiner Größe geht. Aber wenn man kleiner ist, auch mit der Originalsitzbank, muss man probieren. Also auf jeden Fall mal Probe fahren. Aber ansonsten macht da wirklich Spaß. Das DCT ist toll. Dieses etwas mehr an Fahrdynamik jetzt im Vergleich zu einem Roller mit Variomatic, das ist schon da. Sitzposition, alles in allem jetzt im Vergleich zum BMW, alles ein bisschen sportlicher, ein bisschen höher. Dadurch auch das andere Handling. Man fährt definitiv sportlicher und dynamischer durch das ganze Handling und die Sitzposition. Hat ein bisschen mehr Motorleistung natürlich auch zur Verfügung, knapp 60 PS. Damit kann man schon was anfangen. Also wirklich ein tolles Fahrzeug. Verarbeitung ist gut. Preis natürlich schon einen Zacken höher als beim BMW. 8.000 Euro mehr, also fast das Doppelte von einem BMW. Wenn man ihn jetzt mit der Sonderausstattung nimmt, mit allem, was man so haben möchte, Koffern, Sturzbügel, Adventure Kit und. Ist schon ein stolzer Kurs. Aber man kann auf jeden Fall richtig Spaß haben damit. Das war es jetzt für heute mit meinem Ausflug mit dem Honda XADV in den Spreewald. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.